Ja, herzlich willkommen in Untergrumbach bei den Möbelmachern. Ich darf euch die Juliane Striegel vorstellen. Hallo. Sie ist im vierten Semester und studiert Wirtschaftspädagogik. Genau. Was macht man da? Man könnte ins Lehramt gehen oder einfach Richtung Personalentwicklung. Ja, Lehramt habe ich auch schon mal studiert. Ja. Aber ist schon ein paar Wochen her. Also neben mir sitzt Herwig Danzer, einer der beiden Geschäftsführer der Möbelmacher aus Hersbruck. Er wird euch im Rahmen eines Gastvortrages am 7. Mai mehr über Social Media und Web 2.0 erzählen. Also zum Beispiel Facebook, Twitter, Blogs, StudiVZ, was haben wir noch? Twitter. Genau. Ja, und weil ich vermeiden möchte, dass ich irgendwas erzähle, was sowieso schon alle wissen und wo ihr sowieso die ganze Zeit, den ganzen Tag über da schon drin arbeitet, wollte ich ein bisschen rausfinden, wer, wie oft, wie lang, warum Social Web nutzt, also Web 2.0, diese ganzen Kriterien. Und deswegen hast du einen kleinen Fragebogen zusammengestellt. Genau, ich habe einen Fragebogen mit 18 Fragen für euch vorbereitet und ich würde euch bitten, euch rege daran zu beteiligen, denn je mehr Personen sich daran beteiligen, desto besser und genauer werden natürlich die Ergebnisse werden. Aber die 18 Fragen klingt jetzt ein bisschen dramatisch, also man schafft es locker in 3 Minuten. Locker. Ja, die Fragen. Aber dann kommt ja der Ideenwettbewerb. Genau. Zum Schluss könnt ihr euch an einem Ideenwettbewerb beteiligen, bei dem es darum geht, wie man eine Stadt wie Hersbruck im Web 2.0 präsentieren könnte. Genau, weil da fangen wir gerade so ein bisschen an. Da arbeiten die Hersbrucker so an ein paar Stellen zusammen, auch mit dem Bürgermeister und der Hersbrucker Zeitung. Und wir suchen einfach ein paar Ideen. Und die stellen wir dann nicht nur während der Vorlesung vor, also am wann ist das jetzt am Mittwoch, den 5. Mai, sondern es gibt auch eine eigene Veranstaltung am 7. Mai. Und da stellst du dann auch nochmal die Ergebnisse ja, vor. Ja, da werde ich die Ergebnisse unter anderem eure Ideen vorstellen. Und die Ergebnisse der Umfrage, genau. Also wer, wie lange, wo, an welcher Stelle arbeitet. Ja. Also deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen, an der Umfrage mitzumachen, am Ideenwettbewerb, für den wir auch natürlich eine ganze Reihe von Superpreisen zusammengesammelt haben im Thermalbad zum Beispiel. Gibt es auf dem Freikarten sogar eine Freikarte für ein ganzes Jahr. Ja. Was haben wir noch? Von der Raiffeisenbank Hersbruck, die haben Geldgutscheine, also nicht als Geld, sondern es gibt eine Hersbruck-Karte und da kann man in fast jedem Geschäft in Hersbruck einkaufen. Und dann war noch was mit Restaurant. Grüner Baum, genau. Im grünen Baum kann man ein Abendessen, Candlelight Dinner und am nächsten Tag übernachten und dann am nächsten Tag auch nochmal in die Therme gehen. Also es sind ein paar Büchergutscheine auch noch dabei. Es sollte eigentlich schon was dabei sein, wo man sagt, ihr habt ein paar Ideen und macht mit. Wir würden uns freuen. Für 3 Minuten ist das auf jeden Fall wert. Genau. Und am Freitag, wenn ihr an dem Social Media Abend dabei sein wollt, dann bitte auch anmelden auf der Homepage von den Möbelmachern. Da sind überall die Links oder im Nachhaltigkeitsblog, wo man sich anmelden kann für diesen Abend. Der Eintritt ist frei. Und man erfährt von dir die neuesten Dinge aus Web 2.0. Genau. Klasse. Stopp.